Malerei. Wie Kunst generell leben von der Harmonie vielfältigster und vom Maler immer wieder neu aufzuspürender Kontraste. Die müssen nicht nur nebeneinander erlebbar gemacht sein, sondern können auch, wie in diesem Beispiel, als ein sonniges Licht durch ein lasierendes Schwarz hindurchscheinen. Durch die Erarbeitung und durch die Grundierung der hellen Fläche hat sich durch die unterschiedliche Wichtung der vier Ecken ein Zentrum entwickelt, das etwas asymmetrisch im Bild steht. Wenn man trocken ins Nasse reingeht, dann kommt das Helle wieder durch. Da entstehen jetzt hier andere Sachen als hier. Und hier ist jetzt so eine eigene Struktur, hier ist eine eigene Pinselführung, da nochmal eine Helligkeit, hier kommt eine leichte Schräge, also da kommen jetzt zur Bildkomposition. Schwarz ist mir eine so angenehme Farbe wie anderen ein Rot oder Grün. Sie hat für mich keinen Symbolwert, ich benutze sie als eine Möglichkeit gestalterischer Verdichtung und Abstraktion. Ich bringe jetzt diesen natürlich organischen Bogen mit diesen Streifen, mit diesen strengen Streifen, die es hier hat, bringe ich jetzt in Kontrast. Da passieren jetzt einfach schöne Dinge aus dem Material. Differenzierungen finde ich in der Verwendung vielfältigster schwarzer Mittel wie Kreiden, Kohle, Graphit und Ölfarben in verschiedenen Zuständen. Der Auftrag pastoser, fettglänzender Ölfarben ermöglicht mir durch Reflexion Helligkeiten in die schwarzen Bildflächen zu bekommen. Das muss ich noch ein bisschen stärker absetzen als Start. Es muss richtig losgehen, es darf sich nicht reinschummeln. Als ehemaliger Bühnenbildner schaffe ich mit meinen Bildern aber immer noch Raumtiefen um den attraktiven Bühnendarsteller, in diesem Fall um den Betrachter des Bildes herum. Meinen Schülern sage ich immer, wenn ihr keine Fehler macht, habt ihr keine Möglichkeit zu korrigieren und kriegt, wenn ihr keine Korrekturen macht, keine Tiefe in eurer Arbeit. Das ist mit dem hier sehr im Kunstgewerblichen. Jetzt sage ich meinen Schülern immer, wenn ihr korrigiert, muss von dem, was falsch war, auch ein bisschen stehen bleiben.
Wichtiger noch, als dem Betrachter harmonische Komposition zu vermitteln, ist mir, dass er ähnlich einem Musikerleben zu sich selbst kommt. Ich habe in meinen Bildern auf gegenständliche Fragen keine Antworten.